Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lance Stefan natürlich mal wieder. Und die Wintertransferperiode bei unseren Blackies ist ja in vollem Gange. Also einige interessante Abgänge, auch Neuzugänge. Es ist einiges passiert bislang. Falls ihr euch wundert, warum das wieder ein bisschen gedauert hat, bis das nächste Video gekommen ist. Ich wollte jetzt ehrlich gesagt den Wechsel von Peter Schul jetzt abwarten, bis der auch in trockenen Tüchern ist. Und das ist der Fall. Schul wechselt ja für kolportierte 4 Millionen, Millionen Euro Ablöse nach Belgien zum RSC Anderlecht. Und das wird natürlich einer der Schwerpunkte in diesem Video sein. Und wir fassen die bisherigen getätigten Transfers unserer Blackies auch zusammen. In diesem Sinne viel Spaß. Und anfangen tun wir gleich mal mit den Abgängen. Zunächst mal ein wenig verwunderlicher Abgang. Felipe Ferreira, der 28-jährige portugiesische Linksverteidiger, der wechselt nämlich nach nur einem halben Jahr in Graz wieder zurück in die Heimat zu Nacional Funchal. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Laie mit Kaufoption. Und bei Ferreira ist es, glaube ich, so die typische, ja, Ovenstadt-Story will ich fast schon sagen, nur dass man für ihn keine Ablöse gezahlt hat. Also bei Ferreira hat es einfach nicht sein sollen. Ferreira und Sturm hat irgendwo nicht so ganz zusammengepasst und deswegen auch für mich logisch, dass Ferreira jetzt auch wieder das Weite sucht. Gewohntes Umfeld in Portugal, vielleicht, ja, war einfach ja, das Klima in Österreich nicht so ganz seines. Also so ganz genau kann man es von außen schwer beurteilen. Auf jeden Fall Ferreira jetzt erstmal wieder weg. National hat ja eben eine Kaufoption auch auf ihn. Also ich persönlich gehe davon aus, dass wir den nicht mehr in Graz sehen werden, außer der spielt jetzt die Bombenrückrunde in Portugal bei seinem neuen Club. Aber ja, lassen wir uns da mal überraschen. Auf jeden Fall haben wir jetzt mit Thomas Schrammel nur mehr einen gelernten Linksverteidiger im Kader. Man hat zwar gesehen, Hirländer kann die Position auch spielen, aber also deswegen, nicht umsonst wird immer wieder mit Albert Walci da ein bisschen spekuliert, dass der Innsbrucker Außenverteidiger in Graz andocken könnte. Da sind aber angeblich auch noch Salzburg und der LASK dran. Also mal schauen, wie sich das Ganze noch so entwickelt. Der nächste Abgang, das ist Gabriele Piras, der italienische Österreicher oder österreichische Italiener, bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall wechselt der 19-jährige Innenverteidiger mit sofortiger Wirkung, das auch schon ein paar Tage her, klar, zum SV Lafnitz in die zweite Liga. Der Club, der trainiert wird von dem ehemaligen Blackie Ferdinand Feldhofer. Für Piras aus sportlicher Sicht für mich nachvollziehbar, weil er dort mehr Chance auf Spielpraxis hat. Bei Sturm wäre er wohl eher das sechste Rädchen am Wagen quasi gewesen, weil man ja eher, das hat auch Günter Kreisel in irgendeinem Interview mal erwähnt, weil eher darauf vertraut, auf die gestandenen Spieler und die eher umfunktioniert. Beispielsweise ein Lackner, den man dann vom Mittelfeld in die Innenverteidigung zieht, als jetzt wirklich den 19-jährigen Piras da die Chance zu geben. Also ja, ein Transfer wahrscheinlich für beide Seiten eher sinnvoll und man hat ja auch gesagt, dass falls Piras sich dort herausragend entwickeln würde, könnte man ja auch über eine mögliche Rückholaktion mal nachdenken, wird ja in Graz auch ganz gern gemacht. Auch da, ja, muss man halt mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt, aber bis dahin alles Gute für Gabriele in Lafnitz. Dann haben wir aber auch den ein oder anderen Neuzugang und eine ganz, ganz interessante Personalie, der auch für Zündstoff gesorgt hat innerhalb der Steiermark. Das ist Ivan Lubitsch, der 22-jährige zentrale Mittelfeldspieler, wird nämlich von seiner Leihe in Hartberg abgezogen und ist jetzt auch wieder in Graz. Als Sturmfan sage ich natürlich geil, super Spieler, gefühlter Neuzugang, obwohl er eigentlich seit 2 Jahren, glaube ich, knapp unter Vertrag schon ist in Graz. Letztes Jahr war er ausgeliehen an Wiener Neustadt in die zweite Liga, heuer eben bei Hartberg. Bei den Hartbergern ist er eingeschlagen, war eigentlich Leistungsträger unumstritten. Und ja, deswegen hat sich Sturm natürlich da irgendwo gedacht, ha, den holen wir uns jetzt zurück. Natürlich hat man in Hartberg keine Freude damit, aber ja, jeder muss halt dann selber schauen, wie er am Ende seine Leistung auf den Platz bringt und natürlich auch ja, seine Tabellensituation dann auch rechtfertigt. Und da hat Sturm auf jeden Fall in der Hinsicht nichts unversucht lassen mit Lubitsch. Glaube ich schon, dass man Qualität dazu gewonnen hat, die natürlich auch wichtig ist nach dem Abgang von Schul, auch wenn man die beiden Typen, glaube ich, überhaupt nicht auch vom Spieler in spielerischer Hinsicht vergleichen kann. Aber im Konzept von Roman Mehlich könnte ich mir durchaus vorstellen, dass für Lubitsch auf jeden Fall ein Platz ist. Auch da bin ich sehr gespannt, wie das im Frühjahr dann aussehen wird. Dann natürlich
klar, der Nonplusultra-Transfer bis jetzt in dieser Spielzeit, also in dieser Transferperiode natürlich. Peter Schuhl verlässt den SK Sturm, der eine oder andere wird da sagen, endlich, weil das Transfertheater jetzt vorbei ist, um eben 4 Millionen Euro laut Transfermarkt.at in Richtung Anderlecht, also sprich Brüssel. Ja, was soll man von diesem Transfer halten? Zunächst mal vielleicht zu erwähnen, war das Ganze ja nicht so eindeutig, dass der Transfer wirklich dann in Richtung Belgien geht. Also zunächst sah es ja danach aus, dass Peter Schuhl uns in Richtung Serie A verlassen würde zum FC Empoli. Bei Empoli soll er auch schon den Medizincheck absolviert haben, aber Anderlecht dürfte dann nochmal in letzter Minute irgendwo dazwischen gegrätscht sein oder offensichtlich dazwischen gegrätscht sein und hat Schuhl anscheinend dann doch noch überzeugt, in Belgien zu unterschreiben und nicht in der Serie A. Also beide Clubs hätten, glaube ich, ihre Vor- und Nachteile gehabt. Also bei Empoli wäre es natürlich die größere Liga gewesen, wahrscheinlich auch mehr Gehalt, was man so gehört hat. Aber ja, sportlich jetzt vielleicht nicht die ganz reizvolle Adresse. Empoli auch eher im Abstiegskampf mit dabei, eine Fahrstuhlmannschaft in den letzten Jahren gewesen. Also von dem her kann ich das schon nachvollziehen, dass Schuhl ja nicht unbedingt Lust drauf gehabt hätte, das Risiko einzugehen, sich mit Empoli möglicherweise in der neuen Saison in der zweiten Liga wieder zu finden. Bei Anderlecht ist das Ganze sportlich, glaube ich, mal ein bisschen sicherer, wenn es um die Richtung geht. Anderlecht ist ja auch aktuell zwar nur Fünfter in Belgien, aber eigentlich eine Mannschaft, die regelmäßig international spielt und auch um den belgischen Meistertitel vom Anspruch her. Also die sieht man ab und zu in der Champions League, in der Gruppenphase, wenn es gut läuft, Europa League ansonsten. Auch Sturm hat ja vor ein paar Jahren gegen Anderlecht gespielt, also das ist sicher keine unbekannte Adresse. Und man muss auch sagen, die belgische Liga ist ein gutes Sprungbrett, gerade in Richtung England. Also auch da spielen sicher die Spekulationen ein bisschen eine Rolle, dass vielleicht Peter Schuhl, wenn er sich in Anderlecht gut einsetzt, gut durchsetzt und dann auch präsentieren kann, dass er dann doch noch den Schritt in eine nächst höhere Liga machen kann. Also 25 ist nicht mehr ganz jung, das Talent gilt da schon lange nicht mehr, aber ja, er hat seine Qualitäten und die sind vielleicht sogar trotzdem noch ein bisschen ausbaufähig. Wird einfach darauf ankommen, wie er sich akklimatisiert. Und ja, dann wird man natürlich sehen, was die Zukunft bringt. Er hat einen Vertrag bis 2022 unterschrieben. Das heißt, Zeit ist eigentlich jetzt erstmal genug. Ich persönlich gehe aber auch nicht davon aus, dass Peter Schuhl wirklich bis 2022 bei Anderlecht unter Vertrag stehen wird. Also mal schauen, was da alles noch passiert. Dem guten Peter, dem wünsche ich natürlich alles Gute. Vielleicht sollten wir dann noch transfertechnisch auf die anderen Positionen ein bisschen eingehen. Wie erwähnt, auf der Linksverteidigerposition, da hätten wir mit Thomas Schrammel nur eine Alternative. Mal schauen, was bei Walschi passiert. Auch ein Stürmer ist ja immer wieder so ein bisschen Thema. Also da heißt es seitens des Vereins, okay, man kann jemand holen, man muss aber nicht. Ich persönlich würde sagen, holt bitte jemanden. Einfach aus dem Grund, dass Essay für mich der einzige Stürmer war, der wirklich überzeugt hat in der Hinrunde und der aber nicht unbedingt der verletzungsfreiste Spieler ist, den wir im Kader haben. Also den plagen auch immer wieder Wehwehchen und da könnte es dann schon ein bisschen dünn werden, wenn man dann nur Hosina und Pink im Frühjahr hat. Natürlich ist das ein bisschen Schwarzmalerei, aber ich glaube auch nicht ganz unbegründet. Es gab ja auch erste Spekulationen, dass falls Schuhl in Empoli unterschrieben hätte, dass man dann auf Jakubowicz zurückgegriffen hätte. Also der ist U21-Teamstürmer für Österreich, gehört Empoli, wäre ein Thema für eine Laie in Graz gewesen mit Kaufoption. Jetzt, dass sich dieser Transfer zerschlagen hat, ist das wohl vom Tisch. Aber auch ein anderer junger, interessanter Stürmer ist jetzt so in den Medien kursiert. Und zwar, jetzt muss ich kurz nachschauen, Mohamed Dauder, dass ich ihn richtig ausspreche. 20-jähriger Ghanaer ist eben bei Anderlecht unter Vertrag. Sein Marktwert laut Transfermarkt.at eine knappe 500.000. Also da würde ich auch sagen, damit könnte ich mich anfreunden. Natürlich muss man ihn ein bisschen mehr beleuchten, was für ein Spielertyp der wäre, ob er wirklich nach Graz passt, ob er zu Sturm passt, zur aktuellen Philosophie von Mehlich. Aber auf jeden Fall wäre es ein junges, hungriges Talent. Mal schauen, ob da in der Richtung was passiert. Der Schuhtransfer ist jetzt auf jeden Fall mal unabhängig von dieser Personalie vonstatten gegangen. Aber vielleicht ja, kommt ja da noch was. Es ist ja noch ein bisschen Zeit, also da mal gucken, was da noch passiert. Auf jeden Fall halte ich euch auf dem Laufenden und ihr schreibt mir mal bitte gerne in die Kommentare, was ihr zur aktuellen Transferperiode bei unseren Blackies sagt.
Sind die Transfers nachvollziehbar? Ist das Ganze ja ehrlich gesagt ein bisschen in der falschen Richtung drin? Also sagt mir gerne, was ihr dazu sagt und natürlich auch im Schwerpunkt Peter Schul. Nicht nur, dass er gewechselt ist, könnt ihr Anderlecht nachvollziehen. Findet ihr, ist die Ablösesumme okay oder hätte man da vielleicht ein bisschen mehr draus rausholen können? Seine Ablöse ist eigentlich exakt sein Marktwert. Mal gucken, ob das nachvollziehbar ist für euch. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt und ich würde dann sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei der LANZ.TV und in diesem Sinne, euer Elias, auf die Schwarzen natürlich und bis dann. Ciao, ciao.